Willkommen zu einer neuen Folge StarCraft. Nova's Covert Ops ist ja im Moment hier das DLC, nenne ich es einfach mal. So ein kleines. Es ist halt kleiner als ein Add-on, aber es sind noch ein paar Missionen. Dann wollen wir mal fortfahren. In der letzten Folge sind wir gerade entkommen. Ziemlich geräumig, so ein Adler. An alle Ligaschiffe. Hier Agent X41822N. Erbitte sofortige Evakuierung. Bitte kommen. Bestätigt. Warten Sie auf dem Schiff auf eine Eskorte. Legen Sie Ihre Waffen ab und folgen Sie den Anweisungen. Ich traue dem ganzen Spektakel noch nicht. Da ist irgendwas im Schilde. Borea, Basis der Liga, aha. Matthew! Danke, dass Sie sie hierher gebracht haben. Wir müssen diskret bleiben. Sie sind es. Admiral Horner. Wie weit erinnern Sie sich zurück? Die haben eine andere Stimme genommen. Das ist schade. Ich bin aus einer unbekannten Basis geflohen. Keine der Liga. Was war das für ein Ort? Warum war ich dort? Nova, Sie galten als vermisst. Sie und andere Ghosts haben sich seit Monaten nicht zurückgemeldet. Das war also keine Mission? Und dies ist keine Nachbesprechung? Richtig. Nova, Sie werden mit einer Terrorgruppe in Verbindung gebracht. Den Verteidigern der Menschheit. Es geht um Hochverrat an der Terranischen Liga. Hochverrat? Ich habe der Liga immer treu gedient. Das wissen Sie. Das ist nicht meine Entscheidung. Valerian wird einige Fragen an Sie haben. Es ist schön, dass er mal wieder dabei ist, aber seine Stimme ist anders. Sie nähern sich unserer Position. Alles auf Gefechtsstation. Auch wenn Sie eine gute Stimme ausgewählt haben, die kommt der Alten sehr nahe, ist irgendwas mit dem Synchronsprecher. Hören Sie, ich glaube Ihnen, Nova. Sie sind keine Verschwörerin, aber Sie müssen es mir beweisen. Wenn Sie so gut sind, wie Ihre Akte behauptet, dann sind Sie unsere beste Waffe. Als Waffe würde ich Sie jetzt nicht bezeichnen. Sie ist genauso ein Mensch wie jeder andere auch. Das hilft oder nicht? Authentifizierung? Was? Agentin erfolgreich? Was? Was? Ich möchte einen vollständigen Lagebericht, Captain. Einfacher gesagt als getan, Sir. Die Zerg greifen den Planeten an. Sie haben sich in den Bergen eingenistet. Die vielen Zerg-Angriffe in jüngster Zeit haben die Liga tief erschüttert. Und diesmal ist es schlimmer als je zuvor. Admiral, sehen Sie diese engen Canyons? Ich nehme die Zerg unter Feuer, während Sie das Gebiet durchqueren. Je weniger von Ihnen die Basis erreichen, desto länger halten wir durch. Gute Idee. Wir werden hier einen Außenposten einrichten. Ich schicke Ihnen Rächer für die Steilhänge. Sie sind mit Spinnenminen ausgerüstet. Setzen Sie sie taktisch klug ein. Dann kommen wir hier alle heil raus. Verstanden. Okay. Cooles Menü übrigens. Cooles Interface. Gut, wie gesagt, also die haben eine andere Stimme. Ich weiß nicht, wahrscheinlich, das ist meistens so irgendwelche Deals, dass der echte Synchronsprecher ein bisschen mehr Kohle wollte und das nicht im geplanten Budget mit drin war. Von daher haben sie sich jetzt hier einen anderen genommen. Der, muss ich sagen, passt von der Stimme her sehr gut zu Matthew. Also da haben sie eine gute Synchronstimme gewählt. Ich finde es immer so ein bisschen ärgerlich, wenn, sage ich mal, neue Stimmen für eine Rolle genommen werden, weil man sich so dran gewöhnt, wie die immer klangen. Aber ich kann mich an die neue Stimme von Matthew gewöhnen, weil sie doch eben sehr nah an der alten Stimme dran ist. Da haben sie gute Arbeit geleistet mit der Auswahl. Wie gesagt, mir war Nova eigentlich nie sonderlich sympathisch. Sie war irgendwo cool, aber nie sonderlich sympathisch. Vielleicht ändert sich das ja während der Mission hier. Ich habe ja noch nicht viel mit ihr, von ihr mitgekriegt. Was ich ja mitgekriegt habe, ist, dass sie einmal Rainer halt gefangen genommen hatte. In der zweiten Kampagne und so, solche Kleinigkeiten. Naja. Und das war natürlich in der ersten Kampagne auch mal zusammengearbeitet haben, kurz, ganz kurz. Naja, Ausrüstung verfügbar. Hey Nova,
Bevor du losziehst, wirf doch mal einen Blick auf das, was wir da für dich zusammengebastelt Swan. Haben. Viel haben wir im Moment nicht, aber ich wette, mit der Zeit kannst du noch das eine oder andere Spielzeug auftreiben. Schau einfach hier vorbei, wenn du was Neues ausprobieren möchtest. Nichts zu danken. Hey, wer weiß, wenn du richtig wählst, kannst du am Ende sogar mit mir mithalten. Ghost Visier. Versorgt den Ghost im Feld Missions relevanten Informationen jedes Visiers. Außerdem ein wieder ein Scanner-System ausgestattet, kontinuierlich Kampfumgehung abtastet. Cool, cool. Der Standort gegnerische Einheit im Kreis 25 entdeckt keine getan. Aha. In Ordnung. Kampfanzug. Der taktische Tarnanzug wird ausschließlich von Ghosts bei hochgefährlichen Kampfeinsätzen hinter feindlichen Linien verwendet. Er ist eine Weiterentwicklung konventioneller Kampfanzüge und erlaubt permanente Tarnung, ohne jedoch die psionische Energie des Trägers zu beeinträchtigen. So einen Anzug will ich auch haben. Leichter Kampfanzug, der permanente Tarnung möglich, gewährt zusätzlich 100 Trefferpunkte, Einpanzerung und ein Viertel auf Bewegungsgeschwindigkeit. Okay. Zubehör, Impulsgranate und was und das Waffe, Alter. Für gegnerischen Boden und genau. Impulsgranaten erzeugen mit Hilfe konzentrierter Energie in einem kleinen Radius eine gewaltige Explosion. Sie sind daher eine effektive Antipersonenwaffe für Ghosts, die in geschlossenen Umgebungen operieren. Und neu ist das am Bein. Blendgranaten sind eine alte Technologie, die schon lange vor der Gründung der Konföderation existierte. Doch auch in der modernen Kriegsführung sind sie immer noch Teil der Standardbewaffnung. Ihre Detonation desorientiert feindliche Einheiten in einem großen Bereich. Betäubt Gegner am Zielbereich, verhindert Detektorfähigkeiten gegnerischer Bodeneinheiten. Der Effekt hält 5 Sekunden lang an. Verbündete Einheiten sind dagegen immun. Wobei ich glaube, ich den Schaden besser finde, weil sie macht ja sonst keinen Gruppenschaden. Sie macht ja sonst immer nur Einzelschaden mit ihrem Gewehr. Deswegen fände ich das noch sinnvoller. Waffe. Das K20A ist ein vielseitiges Spezialgewehr, was effizient sowohl auf weiter als auch auf mittleren Entfernungen einsetzbar ist. Im Vergleich zum Standardmodell K10 weist diese Waffe in allen Bereichen merkliche Leistungsverbesserungen auf. Scharfschützengewehr. Die Fähigkeit Scharfschütze fügt eine gegnerische Einheit auf weite Entfernung 125 Schaden zu, kann Boden- und Lufteinheiten angreifen. Und Inferno-Schrotflinte. Kegelförmigen Schadensbereich. Durchbohrendes Feuer fügt 50, 100 gegen leicht Schaden zu, kann Bodeneinheiten angreifen. Die Inferno-Schrotflinte würde für Einsatz auf kurze Distanz entwickeln und soll maximale Verheerung unter feindlichen Infanterietruppen anrichten. Bei Feuern detonieren winzige Explosivgeschosse im Innern der Kammer, die dann durch den verstärkten Lauf geleitet werden und einen vernichtenden Feuerkegel bilden. Da hätten wir halt gegen Gruppen, aber von oben herab auf den Canyon würde ich, glaube ich, lieber mit dem normalen Kanistergewehr arbeiten, was auch immer. Wie gesagt, warum Kanister? Weiß ich nicht. So, Erfolge. Schließen Sie ab. Darum kümmere ich mich ja jetzt noch nicht, ne? So, alles in Ordnung. In der Falle. Halten Sie durch, bis die Flotte der Liga eintrifft. Dann wollen wir mal. Und es ist ein eisiger Planet. Ist ja auch klar, Borea kommt natürlich von der borealen Klimazone. Da bin ich mal gespannt. Ihr Gegner benötigt Flugeinheiten, um ihre Einheiten auf erhöhtem Terrain zu sehen. Diese Weise können sie Hinterhalte vorbereiten, sich Vergeltungsschläge entziehen. Okay. Position gesichert. Es kann losgehen. Noch etwas, Nova. Swan wollte kurz mit Ihnen sprechen. Ich habe an einem Sprunganzug gearbeitet, der bereit für einen Feldversuch ist. Du kannst dich damit zwar nicht mehr tarnen, aber dafür kommst du genauso mühelos über Hindernisse wie diese Rächer. Na, da sag ich nicht nein. Ich habe ein Notsignal an die Flotte des Imperators abgesetzt. Wir müssen die Stellung verteidigen, bis seine Truppen uns erreichen. Mhm. Also sind hier Rächer doch am praktischsten, sag ich mal. Nicht genügend. Mineralien. Vivi ist einsatzbereit. Das kriege ich hin. Okay. Jetzt dürfen wir hier sogar wieder
Hat sogar alles so ein verschneites Outfit gekriegt hier. Jetzt haben wir sogar wieder die Möglichkeit, Leute zu lenken. Wir müssen jetzt einfach nur 25 Minuten durchhalten und Horners Basis bis dahin verteidigen, die aber auch schon sehr gut verteidigt aussieht, muss ich gestehen. Wir helfen da nur noch so ein bisschen. Fürchte den Tod, Rache, so wird man kalt. So. Jetzt haben wir hier so beide abgewuselt. Ermögliche ich Klippen hinauf und herunter zu Turbodüsensprunganzug. Gut, aber wir sind halt nicht mehr getarnt, das ist aber in Ordnung. So, einen weiteren können wir dann noch. Wobei. Zwei. Da könnte ich nämlich hier einen. Und da ein. Die Zerg greifen uns aus nördlicher Richtung an. Machen Sie sich bereit. Der Tod kommt. Was liegt an? Gut. Ich höre. Bestätigt. BBF bereit. Wie bitte? Wird gemacht. Das krieg ich hin. Das war anders als geplant, aber okay. Was springt dabei raus? Benötige weitere Depots. Ah, natürlich. Ich bin doof. Nee, nur ungewohnt. Hier wieder mit den alten Bekannten zu arbeiten. So, werden die Dinger noch angefordert? Okay, das ist supi, dass die alten Techniken beibehalten werden. Aufgepasst, ein weiteres Rudel nähert sich aus dem Osten. War ja klar, ne? Ich höre. Ein Rudel. Auf dem Weg. Bestätigt. In Bewegung. Ist klar. Wird gemacht. Rein geschäftlich. Schon erledigt. Rein ich hab da gut dezimiert. Unsere Verbündeten werden angegriffen, kommt jetzt gleich, ne? Nicht genug, die Basis unserer Verbündeten. Ja, aber nicht wirklich, heftig. Ziele neutralisiert. Zeit, sich auf die nächste Runde vorzubereiten. Wir haben Sanitäter in unserer Basis, falls Ihre Truppen medizinische Versorgung benötigen, Nova. Ich benötige noch ein paar Rächer, um Spinnenminen entlang der Hauptrouten zu platzieren. Gute Idee. Die Spinnenminen sollte ich auch mal nutzen. Was liegt an? Hier zum Beispiel. Los geht's. Sicher doch. Warum nicht? Schon unterwegs. Wird gemacht. So, und ihr könnt auch... Das ist alles in Ordnung. Wird erledigt. Nichts, womit ich nicht fertig werde. So. Natürlich. Hier wird fleißig gearbeitet. Schön, schön. So, wir haben die maximale Saturation. Müssen wir überhaupt was tun? Berstlinge, die sich auf unsere Position zu bewegen. Schalten Sie sie aus, bevor sie unsere Bunker erreichen. Kalt. Los geht's. Ja, ich geh schon. Ah, die kommen von da. Nichts, womit ich nicht fertig werde.
kleine Biester. Eine weitere Angriffswelle bewegt sich auf uns zu. Ich markiere die Koordinaten auf Ihrer Karte. Wie bitte? Ich gucke dann mal, dass ich auf vielleicht schon mal von hier oben so ein bisschen runterballere. Laut und deutlich. Ist klar. Hihihi, das macht Spaß. Hey Nova, es sieht so aus, als hätten die Zerg es auf unsere militärische Forschungsanlage hier abgesehen. Ein paar von meinen Leuten sind immer noch da unten, ganz zu schweigen von der ganzen Ausrüstung. Kannst du da vielleicht aushelfen? Ich schaue, was ich tun kann. Gut, dann helfen wir mal der militärischen Forschungseinrichtung. Die Basis unserer Verbündeten wird angegriffen. Ihr kommt mit. Bestätigt. Auf dem Weg. Laut und deutlich. Was springt dabei raus? So. Los geht's. In Ordnung. Okay. Nova hier. Kommen wir da hin? Das krieg ich hin. Hier rüber. Die Basis unserer Verbündeten ist angegriffen. Da wird man kalt. In Bewegung. Bestätigen. Ist klar. Wird gemacht. So, müssen wir halt erstmal rankommen. Alles klar, Swan. Ich habe die Anlage gesichert. Mann, bin ich froh, das zu hören. Such dir aus, was du gebrauchen kannst. Die Ausrüstung gehört dir. Yay. Geschäftlich. Alles fluffy, okay. Das war ja easy peasy. Bestätigt. Schon erledigt. Ob ich die neuen Lebensbalken ein bisschen verwirrend finde. Warum sind die so grau und werden dann heller und dunkler und mehr und was weiß ich. Ist klar. Bestätigt. Unglaublich. Ist klar. Sie schicken uns Verheerer entgegen. Nehmen Sie sich vor Ihrer ätzenden Galle in Acht. Gut, das ist ja ganz einfach hier, wenn die hier lang wollen. Den nehmen wir einfach hier mit E. So. Sehr schön. Haben wir das geklärt, ne? So, da kann ich noch einen rüberschicken. Soll ich irgendwas umlegen? Ihr kommt dahin. Was liegt an? Auch ich denke mal, das wird hier ganz, ganz easy peasy. Noch eine Viertelstunde müssen wir noch warten hier. Machen Sie sich bereit. Der Gegner bewegt sich auf uns zu. Das ist alles. Hier habe ich noch nicht so viel gesichert. Nicht wirklich. Zwei Minen sind da noch. Wohingegen ich die andere Seite sehr gesichert habe. Nichts, womit ich nicht fertig werde. Der Tod kommt von Mist. Oder haben sie einen Bunker platt gemacht. Kommt ihr dagegen an? Dieses Mal noch. Aber demnächst wahrscheinlich nicht mehr. Ich habe ganz übersehen, was nicht passieren sollte, dass da ja noch ein zweiter Zugang ist. Das waren erstmal alle. Ich sollte diese kurze Feuerpause nutzen, um mich auf ihren nächsten Angriff vorzubereiten. Eindeutig. Ich orte Overlords am Bergkamm vor uns. Sie transportieren weitere Zerg.
Schalten Sie sie aus, wenn Sie diese Gebiete betreten müssen. Noch etwas. Halten Sie die Augen offen nach Gebieten, in denen Sie zusätzliche Bunker bauen können. Wir benötigen alle Unterstützung, die wir kriegen können. Gut. Bestätigt. Nova hier. Hat Licht an. Dann hole ich mir mal ein UBF. Aber die kommen da oben ja nicht hoch, ne? Jawohl! Verstanden! Und dann wieder zurück an die Arbeit. Von mir aus. Und immer schön weiter Recher produzieren. So. Bitte bestätigen. Nova, guck du mal, warte. Ist klar. Laut? Ich traue meinen Augen nicht. Die Zerg bringen Vergifter in Stellung und sie bieten anderen Zerg in ihrem Umkreis Schutz. Rein geschäftlich. Schon erledigt. Bestätigt. Das kommt später. Auf dem Weg. Schon erledigt. Auf dem Weg. Das krieg ich hin. Ist klar. Komm, was hier jetzt noch übrig ist, das kannst du nicht mehr wirklich ernst nehmen. Gemacht. Ist klar. Laut und deutlich. In Bewegung. Rein geschäftlich. Da habe ich, denke ich mal, jetzt gute Vorarbeit geleistet. In Bewegung. So, dann erhol du dich mal ein bisschen. Der Feind gibt nicht so einfach auf. Bereiten Sie sich auf einen weiteren Angriff vor. So, wir haben hier schon zwei gebaut und bauen hier noch einen. Dem Weg. Bestätigt. In Bewegung. Rein geschäftlich. So. Ich dachte eigentlich, unser Labor für Experimentalwaffen wäre weit genug weg. Aber jetzt beginnen die Zerg sich dafür zu interessieren. Keine Sorge, ich kümmere mich drum. Macht. Natürlich. Ist klar. Das Waffenlabor. Laut und deutlich. Die Basis unserer Verbündeten wird angegriffen. Auf dem Weg. Bestätigt. In Bewegung. Rein geschickt. Das geht hier. Ach, da wird man kalt. Schon erledigt. Wird gemacht. Mist, ich brauche hier Hilfe. Die Basis unserer Verbündeten wird angegriffen. Soll ich irgendwas tun? Nichts, womit ich nicht fertig werde. Bitte bestätigen. Ist klar. Auf dem Weg. Genau, hilf mal. Laut und deutlich. Okay, ich habe alle in Sicherheit gebracht. Hier liegt auch noch eine Menge Ausrüstung rum. Greif zu! Es gehört alles dir! Ich wusste, du schaffst es, Champ. Champ? Meint er das ernst? Bewegung. Champ. Ja, das ist natürlich niedlich irgendwo. Auf dem Weg. Rein geschäftlich. Schön. Ist klar. In Bewegung.
So. Schlechte Nachrichten, Nova. Der Feind nimmt unsere Stellung von beiden Seiten in die Zange. Bunker bauen. Hier einer. Da einer. Hier einer. Und dann zurück an die Arbeit. Statusbericht? Laut und deutlich. Bestätigt. Schon erledigt. Was liegt an? Die Basis unserer Verbündeten wird angegriffen. Ach ja, ich gehe schon. Wir müssen auch mal mit einer Welle klarkommen. Das ist alles. Warum nicht? Wird gemacht. Nichts, womit ich nicht fertig werde. Sagte ich. Nur bei Hilfe macht. Sieht nicht gut aus hier. Schon erledigt. Können wir nämlich gleich wieder Bunker nachbauen. Wird gemacht. Bestätigt. Auf dem Weg. Ist klar. Unglaublich mit denen. Laut und deutlich. Gute Arbeit. Denen haben wir es gezeigt. Rein geschäftlich. Ja, aber andersrum auch so ein bisschen, ne? Der ist dann noch so ein bisschen am Werkeln. Dann kannst du hier direkt einen neuen Bunker bauen. Und den anderen, wobei, ne, reparieren musst du nicht. Die reparieren sich selbst. Nova? Bitte bestätigen. Das kriege ich hin. Schau mal eben. Dieser komische Kack-Overseer hier. Wir sind geliefert. Ja, du hast hier schon angehalten. Komm, diese kleinen Biester, weißt du? Ist klar. Bestätigt. Das kriege ich hin. Schon erledigt. Ja, das ist dann. Rein geschäftlich. So. Ultralisten bewegen sich auf uns zu. Sie sollten sie so schnell wie möglich ausschalten. Oh ja. In Bewegung. Mineralienfeld erschöpft. Bestätigt. Auf dem Weg. Ist klar. Das kriege ich hin. Wird gemacht. Schon erledigt. Rein geschäftlich. Ach, da wird man kalt. Laut und deutlich. Die Basis unserer Verbündeten wird angegriffen. Ich höre. Das kriege ich hin. So. Schon erledigt. Da oben sind ja nur so ein paar abgesetzt. Da bewegt sich etwas Großes auf uns zu. Ich hoffe, Sie sind bereit. Richtig. Rein geschäftlich. Werde ich gleich mal schauen. Anlicht an. Das Anlicht. Wer ist mit Bunker? Hier. Da. Da. Da, da. Wie bitte? Das sind ja irgendwie so ein Megalisk oder so ein Kram, ne? Auf dem Weg. Laut und deutlich. Das krieg ich hin. In Bewegung. Schon erledigt. Rein geschäftlich. Bestätigt. Ist klar. Bestätigt. Wird gemacht. Ein Brutalist. So war hier. Das krieg ich hin. Laut und deutlich. Fettes Ding. Auf dem Weg. Großes fettes Ding. Schon erledigt. Ist klar. Bestätigt.
ist weit ins Lager reingekommen, das Scheißteil. Dann kann ich direkt wieder neue Bunker bauen. Ich hoffe, Sie zweifeln nicht länger an meiner Loyalität, Admiral. Wir alle sind Ihnen gerade äußerst dankbar für die Hilfe. Wird erledigt. So, ich... Warum nicht? Nichts, womit ich nicht fertig werde. Rache, Sammler und Kalt. So, und immer schön weiter Rächer produzieren. Gut. So, der ist weiter fleißig hier am Bunker bauen. Ich glaube, wir haben bald überall einen Bunker hingebaut, wo so eine Fläche ist. Würde ich mal behaupten. Nova, die Zerg werfen uns alles entgegen, was sie noch haben. Sie müssen sie aufhalten. Er klingt so ein bisschen niedlicher, ne, der Matthew. Der klingt jetzt so ein bisschen kindlich. Jünger und so. Nichts, womit ich nicht fertig werde. Statusbericht? Ich halte erstmal eine Geschichte von denen auf. Laut und deutlich. Ist klar. Schon erledigt. Das kriege ich hin. Wird gemacht. Ist ja hier wie Tower Defense mittlerweile. Bestärkt. Ist klar. Die Basis unserer Verbündeten. Vergifter, helfen Sie. Bestätigt. Nova, unser äußerer Verteidigungsring droht zu fallen. Wir brauchen Verstärkung. Admiral Horner, terranische schwere Kreuzer warpen über der Position der Zerg heran. Aber sie gehören nicht der Flotte des Imperators an. Was? Das gefällt mir gar nicht. In Bewegung. Ist klar. Auf dem Weg. So. Sie senden eine Übertragung. Ich stelle sie durch. Die Zerg sind schon immer eine Bedrohung gewesen. Heute hat sich gezeigt, dass die Streitkräfte des Imperators zu schwach sind, um die Einwohner von Boria zu beschützen. Doch da, wo Imperator Mengsk versagt, sind die Verteidiger der Menschheit zur Stelle. Wir werden alles in unserer Macht Stehende tun, um ihre Zukunft zu sichern. Admiral, Sie richten sich direkt an uns. Stellen Sie durch. Diese Welt steht unter unserem Schutz. Übergeben Sie uns die Agentin und ziehen Sie Ihre Streitkräfte ab. Ansonsten müssen Sie mit Konsequenzen rechnen. Das hätten Sie wohl gerne. Nova, sammeln Sie Ihre Einheiten hier. Die Verteidiger werden erst einmal mit den Zerg beschäftigt sein. Das ist unsere Chance zu entkommen. Wir müssen mit dem Imperator einen anderen Treffpunkt vereinbaren. Haben Sie ein bisschen was Nazimäßiges, ne? Vernichten Sie 30 gegnerische Einheiten mit Spinnenminen. Gut, da war ich natürlich fleißig. Verhindern Sie auf normal, dass Admiral aus Basis 5 oder mehr Gebäude verliert. Mhm. Dann würde ich erstmal fortfahren. La 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 la. Ich habe gehört, der Stream ist gestern flüssiger gelaufen als sonst. Das freut mich durchaus. Huch. Wir erhalten soeben einen neuen Bericht der kontroversen Verteidiger der Menschheit. Darin heißt es, neue Zergangriffe stünden bevor und Imperator Valerian verweigere Maßnahmen zum Schutz der Bevölkerung. General Davis unterstützte den Imperator, doch Magistrat Grayson erklärte, dies werfe ein schlechtes Licht auf Valerians Regime. Nova, ich bin froh, dass Sie es heil hierher geschafft haben. Die Verteidiger haben es mir nicht leicht gemacht. Nein, niemandem von uns. Aber wenn wir zusammenarbeiten, können wir sie aufhalten, bevor sie die Liga zerstören. Und ihre Herrschaft. Ich bin nicht wie mein Vater. Ich strebe danach, einem höheren Ziel zu dienen. Ich denke, das haben wir gemeinsam. Dieses Schiff gehört Ihnen, zusammen mit einer Crew an Elite-Soldaten. Alles, was ich dafür verlange, ist Ihre Loyalität.
Die haben sie. Ich hätte gehofft, dass sie das sagen. Rigel? Ihr neuer Waffen- und Technologieoffizier. Er hat ein Geschenk für Sie. Laut unseren Scans wurden Ihre Erinnerungen gelöscht, aber es ist vielleicht noch möglich, sie wiederherzustellen. Dieses Gerät sendet einen elektrischen Impuls durch Ihren Neuralhemmer. Der Prozess ist schmerzhaft, doch er kann Ihr Gedächtnis reaktivieren. Ich komme klar. Es funktioniert nicht. Ich sehe immer nur meine Heimatstadt. Aber sie ist zerstört, von Kriecher überzogen. Das kann nicht stimmen. Ich war nach dem Angriff der Zerg nie wieder dort. Vielleicht ja doch. Was machen die Verteidiger der Menschheit draußen in Tarsonis? Eine gute Frage. Sie werden das herausfinden. Tarsonis City ist nicht viel von übrig geblieben. Oh ja. Wir haben keine Zeit für Sentimentales. Die Verteidiger haben sich unter den Ruinen verschanzt. Infiltrieren Sie die Basis, doch gehen Sie den Zerg aus dem Weg. Ich verstehe langsam, warum Valerian das nicht selbst machen wollte. Okay, zunächst muss ich überall Wachposten aufstellen. Sie halten mir oben den Rücken frei, während ich in die Basis eindringe. Ich habe da etwas, das Ihnen hilft. Ich habe die Sprungdüsen so angepasst, dass auch Fahrzeuge damit ausgerüstet werden können. Oh Gott. Das ist nicht Ihr Ernst. Der Wahnsinn. Nur Technologie. Setzen Sie sie richtig ein und wir werden finden, wonach wir suchen. Ausrüstung, Technologie. Dass die echt hier nochmal so viel aufgefahren haben. Ich dachte, wir lenken sie jetzt einfach so ein paar Missionen lang. Stattdessen haben die hier noch so viel wieder aufgefahren, ne? Unglaublich. So, neue Ausrüstung verfügbar. Neu. Helmdistanzmesser. Messerokular. Erhöhte die Sicht und Reichweite aller Waffen mit Ausnahme von Nahkampfwaffen um plus 2. Eine spezielle Optik und integrierte Triangulations... Was? Das Triangulationssystem machen die Distanzmesser okular. Das ist zur idealen Ausrüstung für Scharfschützen. Mit seiner Hilfe können sie Gegner auf aus Entfernung... Oh, was ist denn heute mit mir los? Auf Entfernungen ausmachen und bekämpfen, die vorher unerreichbar waren. So. Meine Güte. Finde ich sinnvoller. Und das? Turbodüsensprunganzug. Aha. Klippen zu überwinden. Gewährt zusätzlich 250 Trefferpunkte. Panzerung und Bewegungsgeschwindigkeit. Besitzt keine Tarnfunktion. Aber ist dafür um einiges stärker. Der Turbodüsen-Sprunganzug wurde ursprünglich für den Einsatz im zivilen Bauwesen konzipiert. Die eingebauten Sprungdüsen erlauben dem Träger schnell steile Klippen zu überwinden und Impulsdämpfer verhindert Verletzungen. Finde ich angenehm. Behalte ich. Technologie, neue Einheitentechnologie verfügbar. Unsere Streitkräfte haben Zugriff auf die modernsten Technologien der Liga Nova. Schauen Sie sich einfach mal die verschiedenen Optionen an. Wählen Sie zuerst irgendeine Einheit aus. Space Marine, Rächer, Marodeur, Belagerungspanzer, Kampfhelion. Wählen Sie jetzt ein Upgrade für Sie aus. Ach du Scheiße. Diese Upgrades sind natürlich nicht unumkehrbar. Sie können sie also situationsabhängig anpassen. Erhöht die Sichtweite des Space Marine. Erhöht die Sicht. Lasergestützte Zielerfassung. Erhöht die Sichtweite des Space Marines um 2 und die Waffenreichweite um 1. Super Stimpack erhöht 15 Sekunden lang die Angriffs- und Bewegungsgeschwindigkeit. Heilt den Space Marine um 35 Trefferpunkte.
Das finde ich, glaube ich, sinnvoller. Weil ich halt nicht so dieser Micromanager bin, der hier mit Stimpaks arbeitet. Aber Heilung ist natürlich auch sehr sinnvoll. Muss ich einfach sagen. Ich glaube, ich mache das. Beachten Sie, dass die Upgrades jeweils nur einer Einheit zugewiesen werden können. Das war's auch schon. Mehr müssen Sie eigentlich nicht wissen. Ah, verstehe. So, und hier haben wir dann noch die Spinnenminenmobile Sprengkörper, die gegnerische Einheiten in ihrem Bereich verfolgen, bei der Detonation schweren Flächenschaden verursachen. Bei den Rächern, ne? Da haben wir noch internes Tech-Modul. Ermöglicht das Ausbilden von Marodeuren in der Kaserne ohne ein angeschlossenes Tech-Labor. Das finde ich sehr gut. Mhm, da ist ein Ausrufezeichen, wenn das woanders schon zugewiesen wurde, okay. Beim Belagerungspanzer haben wir jetzt die Sprungdüsentechnologie. Ermöglicht Belagerungspanzer unabhängig von gewählten Kampfmodus die Position zu wechseln, kann verwendet werden, um Klippen hinauf oder herab zu springen, als Panzer zu springen. Nehmen wir mal, weil es sinnvoll ist, finde ich lustig. Kampfhelion. Ermöglicht der Einheit im Kampfhelion-Modus einen Sprungdüsenangriff durchzuführen, mit der sie zu einer gegnerischen Bodeneinheit kaputtiert werden. Nutzung für Belagerungspanzer. Okay, dann lassen wir die erstmal so, wie sie sind. Damit komme ich klar. Neue Einheitentechnologie verfügbar. Wo denn? Das erhöht die. Das Rächers Stimpack. Ja, aber das haben wir doch schon gesehen, dass das so, ne? Es geht ja nur darum, wer das kriegt. So. Garnison. Also, wir müssen Wachen aufstellen und Nova soll dann da irgendwie rein. Das habe ich verstanden. Dann hole ich mir erstmal was zu naschen, würde ich mal sagen. Gut. Die Folge dauerte lang genug. Ich sag vielen Dank fürs Dabeisein. Wir sehen uns gerne morgen wieder und schauen mal, ob wir diesen komischen Verteidigern hier in den Arsch treten können. Bin ich mal gespannt. Es ist doch noch spannender, als ich das vermutet hätte für so ein kleines, ne? Für so ein kleines sogenanntes, ich sag mal, Dazüchen, ne? Was es da gab. Also, bis morgen. Tüdelö.